ist eine der schönsten Inseln der Welt. Aber ihre Schönheit hat einen hohen Preis. Sie ist umgeben von tückischen Strömungen, hungrigen Haien und... was knurrt denn da im Wald? Oh Mann, worauf haben wir uns da wieder eingelassen? Wie überlebt man den gefährlichsten Strand der Welt? Der gefährlichste Strand der Welt befindet sich auf Fraser Island an der Südostküste von Queensland, Australien. Die Butchulla nennen ihn Gari, was Paradies bedeutet. Die Insel verdient diesen Spitznamen wegen der atemberaubenden Landschaft, aber sie kann auch schnell zur Hölle werden. Auf der 120 Kilometer großen Insel lauern unzählige Gefahren. Raubfische, Waldbestien und sogar der Sand ist tödlich. Und weit und breit kein Lifeguard, der dich rausziehen würde. Hallo! Du bist mal wieder auf dich allein gestellt. Kann man den Strömungen entkommen? Welches Tier frisst deine Kinder? Wie kann Essig dich retten? Schritt 1. Streichle keine Hunde. Siehst du diesen süßen Hund am Strand spielen? Du darfst ihm auf keinen Fall zu nahe kommen. Es ist ein Dingo. Diese wilden Tiere suchen nach Essbarem, was Menschen am Strand liegen lassen. Dingos sind sehr neugierig und suchen die Nähe des Menschen, vor allem wenn es ums Fressen geht. Dingos sind sehr aggressiv gegenüber Menschen und haben in der Vergangenheit schon kleine Kinder angegriffen. Schritt 2. Vorsicht vor Unterwasserkillern. Wenn du dich traust, ins Wasser zu gehen, solltest du höllisch aufpassen. Selbst in flachen Gewässern tummeln sich die größten und gefährlichsten Raubfische. Auge in Auge mit einem weißen Hai? Das ist der absolute Albtraum. So furchterregend es ist, du darfst nicht in Panik geraten. Bleib ganz ruhig. Sobald du wegschwimmst und mit Wasser rumspritzt, lockst du den Hai nur an. Und er ist viel schneller als du. Ein weißer Hai ist leicht zu erkennen, aber dieser winzige Killer nicht. Ihr Schirm hat nur einen Durchmesser von etwa 2 cm. Aber die Irukandji-Qualle ist eine der giftigsten Würfelquallen der Welt. Ein Stich dieses Winzlings bereitet unerträgliche Schmerzen und kann Atemprobleme hervorrufen. Spült man die Wunde mindestens 30 Sekunden lang mit Essig, kann das Gift neutralisiert werden. Schritt 3. Achte auf die Wellen. Jetzt wissen wir also, was dich alles fressen kann. Nun wollen wir mal sehen, was dich sonst noch so umbringt. Da du dich nicht auf Strandflaggen oder Rettungsschwimmer verlassen kannst, solltest du nach Anzeichen für eine Strömung Ausschau halten. Sie sind auf Fraser Island recht häufig. Wenn du ein paar Minuten lang die Wellen beobachtest, wirst du es merken. Rippströmungen sehen aus wie Schatten, die sich in die entgegengesetzte Richtung der anderen Wellen bewegen und haben eine gekräuselte Oberfläche, umgeben von ruhigem Wasser. Gerätst du in eine Strömung, bleib ruhig. Versuche nicht ans Ufer zu schwimmen. Du wirst gegen eine Strömung nicht ankommen. Schwimm stattdessen parallel zum Ufer auf die brechenden Wellen zu. Schritt 4. Nicht fahren. Wenn du zum gefährlichsten aller Strände kommen willst, dann solltest du nicht mit dem Auto fahren. Es sind schon einige ins Schleudern geraten, gekippt oder frontal zusammengestoßen. 2018 fuhr eine Gruppe mit ihrem Range Rover den Strand entlang, doch plötzlich wurde sie vom Hochwasser überspült. Das Auto kippte um. Die Gruppe konnte sich retten. Das Auto konnte erst nach einigen Tagen geborgen werden. Es war komplett im Sand begraben. Schritt 5. Finde den Bach. Vergiss nicht, dass du dich auf einer abgelegenen Insel befindest. Wenn du dich verletzt, ist da kein Arzt. Vielleicht solltest du dich besser von haiverseuchten Gewässern fernhalten. Schwimm lieber im Eli Creek, im Innern der Insel. Der Bach führt klares Süßwasser, welches man trinken kann. Oder im Lake Mackenzie, der von Teebäumen umgeben ist. Teebaumöl lindert Schmerzen und der See ist frei von Quallen. Du hast die Tücken von Fraser Island überlebt und bist auf den Geschmack gekommen, was gefährliche Reisen angeht. Das nächste Ziel ist der Devil's Pool. Ein falscher Schritt und du stürzt 108 Meter in den Tod. Wenn du nicht willst, dass das passiert, dann schau weiter. Überleben!